Liebe Schwestern und Brüder, am Ende dieser Heiligen Messe kommt noch ein Proklamandum unseres Erzbischofs zur bevorstehenden apostolischen Visitation im Erzbistum Köln zur Verlesung. Nehmen Sie dazu ruhig noch einen Moment Platz. Liebe Schwestern und Brüder, in den nächsten Tagen bekomme ich und bekommen wir Besuch in unserem Erzbistum, dem ich mit großen Erwartungen entgegenblicke. Der Heilige Vater in Rom hat eine apostolische Visitation veranlasst und entsende dafür an das Kardinal Arborelius, OCD, Bischof von Stockholm und den Bischof von Rotterdam, Johannes von der Hände, in unser Erzbistum. Ihr Auftrag ist es, sich vor Ort ein umfassendes Bild von der komplexen pastoralen Situation im Erzbistum zu verschaffen und gleichzeitig eventuelle Fehler im Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs zu untersuchen. Sie können dabei auch die Ergebnisse und Konsequenzen der unabhängigen Untersuchung betrachten. Ich bin froh, dass sich beide hier vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen können. Ich hatte ja schon einmal gesagt, dass wer auch immer sich an das Feld der Aufarbeitung heranmacht, allen auf die Füße tritt, auch sich selbst. Und mir wird immer mehr bewusst, was die Aufarbeitung von Schuld alles auslöst und wie sie die Perspektive verdreht. Wer redet im Moment noch über Täter? Wer über die Betroffenen? Wer über Strukturen und Prozesse, die verändert werden müssen? Wer über Glauben und Missionen? Alles, was der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und der Bewältigung der komplexen Situation dient, ist gut. Ich finde es wichtig, dass in dieser Situation der Heilige Vater zwei apostolische Visitatoren zu uns schickt. Was ist nun eine apostolische Visitation? Jede apostolische Visitation ist anders. Daher ist es wenig hilfreich, sich vorab auf eine Deutung festzulegen. Ich sehe die Visitation vor allem als Chance. Als Chance für unser Erzbistum, Probleme auch weiterhin offen anzusprechen, darüber ins Gespräch zu kommen und dadurch Schritt für Schritt gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Dazu ermutige ich uns alle. Dies lese ich auch aus dem Brief der Bischofskongregation, den ich erhalten habe. Darin heißt es, dass man mir persönlich und der mir anvertrauten Kirche in einer Zeit großer Bedrängnis und Prüfung beistehen möchte. Und es ist doch tatsächlich so. Es herrscht derzeit große Unruhe in unserem Bistum. Der nüchterne und differenzierte Blick der beiden Visitatoren von außen kann uns wertvolle Hinweise geben, was schiefgelaufen und was noch zu tun ist. Es ist eine Chance. Deshalb wollen und werden wir die Visitatoren uneingeschränkt und vorbehaltlos in ihrer Arbeit unterstützen. Ich habe an verschiedenen Stellen schon darauf hingewiesen, ich werbe für einen neuen Geist des christlichen Miteinanders. Auf diesen Weg möchte ich mich zusammen mit allen Menschen im Erzbistum machen. Ich bitte Sie alle, dass wir die Visitation im Gebet begleiten. Ihr Rainer Wölki, Erzbischof von Köln. Liebe Schwestern und Brüder, noch ein paar Hinweise und Einladungen für die kommenden Tage. Herzlich laden wir Sie ein zum Chorgebet am Abend, heute um 18 Uhr hier im Dom. Am Donnerstag begehen wir das Hochfest von Leichnam. Die heiligen Messen feiern wir wie sonntags. Um 10 Uhr feiert unser Erzbischof ein Pontifikalamt hier im Dom. Die traditionelle Fronleichnamsprozession im Anschluss muss leider auch in diesem Jahr Corona-bedingt entfallen. Am Freitag, dem 11. Juni um 16 Uhr, werden 4 Diakone in unserem Dom zu Priestern geweiht werden. Der Dom ist für Angehörige und Gäste der Weihkandidaten reserviert. Die Feier wird aber im Internet über domradio.de und auch im Fernsehsender EWTN übertragen. Herzlich bitten wir Sie, die Weihkandidaten mit Ihrem Gebet zu begleiten. Am kommenden Sonntag feiern wir nach längerer Pause das Hochamt wieder in lateinischer Sprache. Und noch eine Bitte zum Schluss. Bitte melden Sie sich weiterhin für die Mitfeier der Heiligen Messen sonntags um 10 Uhr und um 12 Uhr an. Vielen herzlichen Dank.